Bei uns ist Fabio Leimer, GP2-Meister von 2013 und ehemaliger Formel-1-Testfahrer. Einer der prominenten Starter hier im VLN-Starterfeld, aber auf einem ganz kleinen Auto. Warum der BMW? Ja, das ist eigentlich so, dass ich ja hier an der Nordschleife das erste Mal bin an diesem Wochenende. Das heißt, ich muss auch als EP2-Meister, Ersatz-Formel-1-Fahrer, muss ich hier auch das A-Pair mitmachen. Das Ziel ist, mit dem GT3-Auto hier zu fahren. Und da muss ich jetzt das B-Pair mit, oder besser gesagt, das A-Pair mitmachen. Und darum muss ich jetzt hier ein VLN-Rennen fahren mit etwas langsamerem Straßenauto, wo ich mir natürlich auch nicht, das erste Mal, dass ich mit einer H-Schaltung auf der Rennstrecke fahren muss. Dann noch hier auf der Nordschleife, wo es sehr speziell ist. Ist für mich sehr, sehr etwas Spezielles und ich komme mir auch vor wie ein Anfänger wirklich im Moment. Du bist schon auf der ganzen Welt Rennen gefahren. Was macht für dich das Besondere an der Nürburgring Nordschleife und der VLN aus? Es ist etwas ganz, ganz anderes. Das kann man gar nicht mit einer normalen Rennstrecke da vergleichen. Normalerweise hat man immer sehr viel Platz, sehr viel Auslauf. Man kann auch mal sagen, ja, komm, jetzt suche ich mal etwas schneller reinzufahren. Dann merkt man, das war zu schnell, man hat Auslauf, es passiert gar nichts. Hier ist wirklich das erste Mal 20 Meter zu spät bremsen und da bist du in der Mauer. Und darum ist es wirklich hier so, dass du wirklich von Step by Step langsam dich verbessern musst. Und das andere Problem ist natürlich, herrscht alle 10 Minuten einmal durch die Kurve und dann hast du schon wieder vielleicht ein wenig, hast den Scheitelpunkt schon wieder ein wenig vergessen, der Bremspunkt. Es ist sehr, sehr, sehr schwer als Fahrer hier wirklich sehr konstant schnell zu sein. Du hast gerade schon ein GT3-Auto angesprochen, in verschiedenen Internetforen war da unter anderem von einem Ferrari zu lesen. Kannst du uns schon ein bisschen was über das Projekt erzählen? Ja, das Projekt ist eigentlich, das Team ist Octane Racing 126. Ich bin letztes Jahr für sie ein wenig die Ferrari-Challenge gefahren. Sie haben mich da eigentlich aufgenommen. Und jetzt sind wir schon mit dem GT3-Auto letzte Woche in Italien gefahren. Uccello, Reifentest gemacht, war sehr, sehr gut. Das Auto liegt sehr gut, besonders in den schnellen Kurven. Und ich denke, dass wir sehr, sehr schnell sein können. Und da ich natürlich fahrstilmäßig auch da viel, viel besser zurechtkomme als bei so einem Auto. Fabio Leimer, vielen Dank. Wir wünschen dir für dein Nordschleifen-Debüt alles Gute, viel Spaß. Und vor allen Dingen dann auch mit dem GT3-Auto später im Jahr alles Gute. Vielen Dank, danke.